Ich denke, alleine der Umstand, dass sie zugestimmt hat, spricht vermutlich schon für sie. Aber nun ja. Ich denke, sie wird. Ich hole eben mein Schwert, das machen wir, das geht ganz schnell, keine Sorge. Rafim, es sollte vielleicht noch etwas von ihr übrig bleiben. Und ich weiß nicht, ob sich einer der schwarzen Köche gegen dich halten könnte. Also wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht solltet ihr stumpfe Waffen nehmen. Vielleicht solltet ihr alle nicht so langweilig sein. Das spielt doch genau gegen sie, dass sie dem zugestimmt hat. Sie ist wahnsinnig, als ob sie denkt, sie könnte sich mit jemandem wie Rafim messen. Also ich habe auch schon einen Straßenräuber. Ich habe das, glaube ich, noch eben... Seht ihr, Straßenräuber, ich bin auch sowas wie ein Straßenräuber im Prinzip. Das kriegen wir hin. Ich meine, Diamantes hat nicht Unrecht, aber es bestätigt zumindest diese Heldensache, oder? Denn Helden zeichnen sich nicht durch besonders kluges Handeln aus, oder? Nein, durch Mut und Zuversicht. Helden zeichnen sich durch Glück aus, dass sie dumme Sachen tun und dabei Glück haben zu überleben. Ja, vielleicht verliert sie ja auch nur einen Arm. Vielleicht treffe ich ja nicht gut. Nun, vielleicht möchte sich der andere Bewerber auch noch kurz vorstellen. Oh ja. Ja, also ich bin Karl Vater. Ich würde ganz gerne mitmachen bei euch. Ich habe, wie gesagt, schon mal auf dem Deich gearbeitet und habe da Fischerdörfer gerettet. Ne? So vor so einer Flutwelle und Brunnen, die vergiftet waren. Die habe ich dann eben auch aufgedeckt. Ich habe jetzt nichts so mit dem Caballero-Stil so zu tun, aber... Ja, auf dem Deich kennt man mich, meinen Namen. Ich bin Karl Vorder, habe ich eben schon gesagt, ne? Euch ist bewusst, dass ihr nach einem Hammer benannt seid, oder? Bitte was? Ja, der Kalfaterhammer. Das sind die Hammer, die Schiffsbauer verwenden. Das hat mir Angroschminia erzählt. Oh ja, Kalfatern, das ist ein Verb. Ich glaube, man tut es, damit kein Wasser in das Schiff kommt? Das ist ein nostrianischer Name. Warum genau verbringen wir unsere Zeit, verschwenden wir unsere Zeit mit diesen Witzfiguren? Hey, also erstmal, wenn hier jemand Witzfigur ist, dann sind das, habt ihr hier irgendwelche andere Gäste? Das sind Witzfiguren. Ich hoffe, hier fahren keine anderen Gäste mit. Fangen wir doch mit einem einfachen Test an. Habt ihr schon mal einen Dämon gesehen? Ja. Beschreibt ihn mir doch bitte. Er war groß und hatte so ein großes Auge. Und so Flatterflügel. Mhm. Sonst noch einen? So ein kleines Ding mit so Puschelohren. Und super schneller. Mich irritiert, dass er groß sagt. Und gibt es was große, war Tom? Eure erste Reaktion auf besagte Wesenheit? Hab mich angestrengt. Ich habe versucht, ihm hinterher zu laufen. Er ist ganz schön schnell gewesen. Und dann habe ich mich ein bisschen konzentriert und dann habe ich ihn eingeholt und ihn aufgespießt. Ich dachte als erstes, das wäre so ein Kaninchen, so ein zottliges, aber der war ganz schön schnell. Und schneller als ein Kaninchen. Moment, ihr habt einen Difa eingeholt. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich habe immer gesagt, Dämonenkaninchen. Wenn ihr bitte eine Überprüfung durchführen möchtet. Dämonenkaninchen. Ich mache einen Odem auf den. Sag, Serpentilio, hast du noch deine Flasche? Welche Flasche genau, meint ihr? Ja, diese, die du vor der Stadt in der Tiefe gefüllt hast. Ich werde sie garantiert nicht öffnen. Nicht eines solch billigen Tricks wegen. Bidania, ich möchte anmerken, dass zumindest Zauberschülern über lange Zeit und mit sehr viel Gusto die Angst vor Dämonen genommen werden muss. Also jemand, der einen in der visuellen Wildbahn trifft, nicht zuallererst die Flucht ergreift, erscheint mir unüblich. Von daher müssen wir davon ausgehen, dass die Herren hier uns anscheißen. Kennt ihr die Offenbarung des Himmels? Ne, ist erzähl. Da habe ich so eine... Ist Kalfater magisch? Ja, Viertelmagier. Ja. Ich guck einmal in die Runde und nicke. Ist der. Also, ich habe da so eine Tavernenwirtin habe ich überführt. Die war ganz schön böse. Böse? Außerdem war da so ein Bär und ich habe ein Lämpchen gerettet vor dem Bär. Also, ich bin schon ganz schön ein Held. Ich habe ein Angebot für dich. Und zwar, ich habe hier im Urlaubdeck habe ich 100 Männer. Ich guck mal, ob einer von denen Andergastern ist. Und dann könnt ihr euch kennenlernen. Das riecht immer so streng nach Eichelbier und nach Schwein, wenn die hier an Bord sind. Aber das wäre doch vielleicht ein fairerer Zweikampf. Wenn sie gegen einen der schwarzen Köche bestehen, dann
sind sie in etwa so gut wie diese und... Nun ja, es kostet uns nicht viel, sie anzuheuern, nicht wahr? Also, ich treibe die sofort auf. Ihr müsst sagt das Wort, Kapitän. Ich kümmere mich da sofort drum. Gut, findet jemand von den schwarzen Köchen, zwei Personen, und sie sollen einmal sehen, wie sie mit denen klarkommen. Ja, aber sofort. Ich springe auf, drücke die beiden aus dem Weg und mache mich auf den Weg ins Urlaubdeck. Möchte jemand wetten? Ich glaube, der Hammermann, der wird gewinnen. Ne, darauf wette ich nicht. Das wird dann nur traurig mit anzusehen. Es sollte auf jeden Fall ein fairerer Zweikampf werden als gegen Rafim. Ja, also ein Goldstück. Na, haben wir nichts besser zu tun, als uns um die zwei Jammerlappen hier zu kümmern? Nun, Boltax hat immerhin bestätigt, dass er magisch ist. Das könnte durchaus Vorteile haben. Du bist der Jammerlappen. Sobald ich im Urlaubdeck bin, schaue ich einmal in die Runde und Brille, ist irgendeiner von euch Bastard an der Gasse? Nee, die haben wir schon alle umgebracht. Okay, möchte irgendwer von euch einen Nostri aufs Maul hauen? Alle Hände gehen hoch. Wunderbar. wer von euch kämpft zweihändig? Alle Hände bleiben oben. Oh. wer versteht sich auf den Hammerschlag? Alle Hände bleiben oben. Oh. Was hast du erwartet? Die haben nur Hammerschläge. Das ist die einzige Sonderfertigkeit, die kennen. Lass uns Sturmmann gehen. Ich suche nach den zwei größten Männern, die wir haben. Ja, okay. Ich glaube, wir können das kurz machen. Ihr könnt erkennen, ihr macht jetzt 1-1, ne? Also ein Koch gegen den Nostrianer, oder? Genau, und ein Koch gegen die Alte. Gegen Lutisana. Ja, genau. Okay, gut. Der Koch, die schwarzen Köche von Dobirach nehmen Aufstellung und würden dann auch Hammerschläge direkt in der ersten Aktion gegen Kalfater ansagen. Kalfater geht in den Acceleratus, springt ein paar Mal hin und her, so bis der Nostrianer, bis der Koch irgendwann müde wird und würde dann mit einem gezielten Stich ihm in die Rippen stechen. Dem zweiten Kampf mit Lutisana di Faldor würde das Ganze so ein bisschen aufs Ausweichen und aufs Parieren ausgehen. Der Hammerschlag ist natürlich nicht ganz so gut gegen Reitersäbel und Parierwaffen, also dass sie da schon einige Probleme in den ersten paar Aktionen hat, aber nach sicherlich der 10. Kampfrunde, die ihr dann ziemlich langweilig auf Lutisana blickt und einfach nur darauf wartet, dass sie unter den zitternden Armen dann zusammenbricht, wird sie genug Punkte angesammelt haben für eine Meisterparade und dann auch wieder gezielt stechen und den schwarzen Koch ebenso zu Boden schicken. Oh, ich bin beeindruckt. Sehr schön. Ich denke, die beiden können mithalten. Ja, ich hab's ja gesagt. Ja, hier, Boltax. Ihr könnt sehen, wie Rumpel steht irgendwie zwei Meter hinter euch, neben euch versteckt, zittert am ganzen Leib wie Espenlaub. Ich hab Angst. Oh, Rumpel, das musst du nicht. Die sind auf unserer Seite. Das ist so brutal. Kapitän, ich möchte noch mal unterstreichen, dass ich eigentlich ein Duell wollte und ihr gesagt habt, das wäre nicht fair. Ich finde, das wäre durchaus fair gewesen. Nun, ich bin nicht mehr so sicher. Aber ich denke, sie haben sich genug bewährt, dass wir sie an Bord haben wollen. Und naja, vielleicht kommt eure Gelegenheit noch. Denn wenn wir nur Leute an Bord nehmen, die in der Lage sind, dich zu besiegen, Rafim, dann hätte ich sehr wenige Söldner unter mir. Die kosten auch nicht viel. Also jeweils zwei selber. Sie sind halt Söldner. Sie haben jetzt aber auch keinen Söldneranführer oder sowas. Sie sind einfach nur Helden. Aventurische Helden, die noch ein paar Abenteuerpunkte brauchen. Ist fair. Ja, sie können mitkommen. Ja, die können sich mich als Lehrmeister aufschreiben. Sehr gut. Okay. Ich würde die gerne auf dem Urlaubdeck einquartieren. Ja, kannst du machen. Unter den anderen Söldnern. Unter den anderen, oh Gott. Das wird nicht so eine lange Nacht für Kalfater. Das ist nicht mein Problem für Kalfater. Das Problem ist das. Nostrianer. Naja, also eigentlich Kabine gibt es nicht, wenn sie mitwollen. Okay. Na gut, dann
bringe ich meine Liste noch schnell zu Ende, genau, oder? Genau, da waren wir stehen geblieben. Ja, ich möchte in erster Linie sehr viel meditieren, dass ich endlich mal wieder volles Karma habe. Und Serpentilio wird irgendwann auf seinem Bett ein ziemlich großes Paket finden, so ungefähr vom Ausmaß von 2 Sofadecken, denn da sind mehrere Roben drin und obendrauf liegt ein Zettel: Wenn ihr mich in Kuslik schon blamieren müsst, dann werdet ihr es nicht durch schäbige Gewandung tun. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber verbringe die nächste Stunde vorm Spiegel. Das kenne ich. Das kenne ich so gut. Okay, dann sind die 7 Tage bald herum. Ihr erledigt eure Sachen so sehr ihr sie denn tun könnt. Freut euch auf die nächsten Kämpfe, die da anstehen, ob sie dann nun gegen Piraten sind oder aber gegen Hühnchen. Und könnt dann wieder in Richtung der Kunchuma Akademie schreiten mit großen Schritten. Bei Kanazetiana vorbei. Ist das jetzt verschoben oder? Machen wir auf danach. Okay, kein Problem. Ich hab's nicht eilig. Könnt dann mit großen Schritten zur Magierakademie Drachenei gehen, wo ihr von verschiedenen Spektabilitäten, Kadir Munjid, Altamir, Rafik, Dachmani, der Spektabilität von dem Zaubererschiff ist, und selbstverständlich Kadir Okerim in die Kellergewölbe geleitet werden, wo ihr dann vor einer dunklen Pforte stehen bleibt, die dort glosend geöffnet ist. Und Limbusnebel, der sich grau-lila wabernd euch entgegenschreckt mit Händen, versucht euch zu ziehen. Ihr könnt auch so einen magischen Sog spüren und ein fernes Lauschen von Musik, horasische Musik, die daraus hervorklingt. Steht ihr vor dem geöffneten Portal und die Magier um euch herum, so sie denn anwesend sind, streichen sich noch einmal ihre Kleidung glatt. Und blicken dann, nachdem ihr dort das ein oder andere Tee getrunken habt, irgendwann runter in den Keller gegangen seid, euch an. Meine Herren, meine Damen, ich muss noch einmal darauf hinweisen, im Horasreich gibt es etwas merkwürdige Sitten. Aber trotz alledem, wir wollen uns gut benehmen und uns deshalb anpassen. Ich möchte aber mir nicht blamieren müssen, nicht wahr? Das schafft ihr wahrscheinlich auch ohne meine Hilfe. Aber probieren wir es einmal. Ich kenne mich im Horasreich gut aus, aber ich habe dort gelehrt. Ich weiß, das ist etwas, was euch versagt worden ist, aber ich werde auf euch Acht geben. Ihr gebt auf mich Acht? Das bezweifle ich stark. Aber wir werden sehen. Nun, man hat mir in meiner Zeit in Belhanka alles erklärt, Belhanka, wie man sich im Horasreich zu verhalten hat. Ja. Belhanka, ich sage nur Belhanka. O, ihr Söhne des Streits, verzagt nicht. Ich freue mich darauf, diese Reise mit euch anzutreten. Viel zu lange ist es her, dass die Spektabilitäten der verschiedenen Orte zusammengetreten sind. Wir haben viele auf der Liste, die sich die Vorlesung von euch, Magus Morenes, anhören mögen. Beispielsweise Prischer von Galitschgrötz oder Haber Elkana Irelion von Hohenstein. Dirion Dirial von Zornbrecht ist anwesend oder auch Melvin Störrebrand hat sich angekündigt. Sogar Erzmager Martiniel. Wer nun bitte? Die letzte kenne ich nicht, aber der Rest, der ist bekannt, eine exquisite Liste. Erzmager Martiniel, es ist die Lehrmeisterin von Hippolyta von Gareth. Sie ist eine freie Lehrmeisterin aus, ich glaube, Tobrien oder Festum. Ganz sicher bin ich mir nicht. Niemand weiß so genaueres über die Erzmager. Wie sieht es mit dem alten Zausel aus? Meint ihr Saldor Foslarin? Ja. Auch er wird selbstverständlich anwesend sein. Als Vertretung für die Weiße Gilde, direkt aus Gareth. Gemeinsam mit Melvin Störrebrand. Das ist doch wunderbar. Ich freue mich schon, den alten Sack wiederzusehen. Natürlich. Und euer alter Freund Jelef Ibn Yassafar, der Erzmagier, hat sich wohl auch angekündigt. Oh, schön. Oh, das ist aber faszinierend. Kapitana, soll ich wieder vorgehen, falls Dämonen auf der anderen Seite sind? Also hier durch das Portal. Ich weiß nicht, ob einer der Betreiber der Pforte zuerst gehen muss. Und nun, wir haben sie bereits geöffnet. Wo ihr Söhne und Töchter des Wagemuts, Schweineblut hat es aufgeladen und Schweineblut soll es auch sein, was uns wieder zurückführt. Noch ist es nicht stabil, aber die Kellergewölbe leiden dazu ein. Die Wege durch den Limbus sind relativ sicher.
Auch in so einer langen, tatsächlich, ja? Auch in einer solch langen Umgebung. Wir brauchen kein Guardianum, wie bei einer anderen Limbusreise beispielsweise. Ich muss sagen, eure Aktivierungsmethode ist durchaus sicherer als die in Brabak. Dort muss man in einen Brunnen springen und hoffen, dass sie aktiviert, bevor man aufsteigt. Wir haben auf der anderen Seite den großartigen Spherologen Tagenion. Er ist ein Meister seines Faches und lehrt in der IAA. Na gut, dann nach dir, Rafim. Gibt es etwas zu beachten? Ich halte die mal zurück vor. Gibt es etwas zu beachten beim Übergang in den Limbus oder im Limbus selber? Nein. Sämtliche Vorkehrungen wurden bereits getroffen. Es ist wie ein Spaziergang. Ja, dann sagt mir, wenn das Ding stabil ist, dann stürme ich das Ding. Ja, der Magus breitet seine Hand vor seinem dicken Bauch aus und deutet in Richtung des Portals. Nach euch, werter Freund. Naja, dann auf in die Niederhölle. Und damit renne ich ins Portal. Sulamin folgt auf dem Fuße, wenn auch nicht rennend, denn sie erwartet, dass Rafim am anderen Ende gleich in eine Festgesellschaft reinrennt. Er hat gescherzt, oder? Boltax, er hat gescherzt. Ja, er hat gescherzt. Du musst dir keine Sorgen machen. Es soll schon Leute gegeben haben, die bei der Benutzung einer dunklen Pforte aus der Bahn, wenn wir es so nennen, gefallen sind. Und je nachdem, durch welche Sphäre diese führt, könnte dies zu einem unfreiwilligen Aufenthalt sehr unbequem. Ich meine dir nur. Keine Angst. Ich marschiere schnell durch, bevor Serpentilio seinen Satz beendet, weil ich darüber nachdenken kann. Ja, ich würde mich Diamant anschließen und nach ihm ganz ruhig durch das Portal schreiten. Ich schultere meinen Koffer mit den ganzen Gastgeschenken und gehe dann entspannten Schrittes durch das Portal. Ich winke nochmal allen, die hinter mir stehen. Das sind ja nur, noch 4 Magier und trete dann hindurch. Capitania. Warte, warst du damit schon durch? Nein, okay. Ich muss euch doch sehr für die aufmerksame Gabe danken. Ich sehe zum ersten Mal, muss ich meinen, aus wie ein kodexkonformer Magier. Dies wird wohl zu unserem Vorteil sein. Nun, ich sagte dem Schneider, ich wolle ein Konventsgewand, über das ein Magier der Alachami nicht die Nase rümpfen würde. Und ich würde meine Hand jetzt nicht für Tai ins Feuer legen, aber er hat sich Mühe gegeben. Zugegeben, er rümpft über jedes Gewand die Nase, das nicht sein eigenes ist. Nichtsdestotrotz, ich wollte es euch eigentlich als, sagen wir, Antrittsgeschenk vermachen, aber ich habe tatsächlich eine Kleinigkeit. Ich erinnere euch an unser Provisorium. Ah, ja. Nun, ich dachte mir, etwas Permanenteres wäre eher in eurem Sinne. Hier, seht ihr mal. Da bin ich, du präsentiert dir die silberne Rosenbranche, die er vorbereitet hat. Oh, hab Dank. Zudem auch noch unauffällig genug, dass es wohl nicht auffallen dürfte. Oh, sie passt hervorragend zu meinem neuen Festgewand. Das Losungswort dürfte euch bekannt sein. Es sollte zweimal halten. Hoffe ich. Und dann hoffen wir, dass wir es dort drüben nicht brauchen werden. Deshalb bin ich mir sicher. Aber man weiß nie. Nun, nach euch.